Diesmal ist alles anders. Das ist wahrscheinlich das Motto der Rallye der Hosse nach Corona. Jetzt aktuell ist vor allem auffallend, dass die Renditen, die Zinsen also nach oben gehen und dennoch die Aktien nicht fallen, sondern auch weiter nach oben gehen. Vor allem die Aktien aus dem Tech-Sektor, die normalerweise ein bisschen negativ auf steigende Renditen und Zinsen reagieren. Und was da los ist und warum der Dollar so stark ist und auch darauf die Aktienmärkte nicht reagieren, normalerweise kein gutes Zeichen für die Aktienmärkte. Dieses Gemisch, das wollen wir uns jetzt mal anschauen und gucken, worauf es ankommt, ob diese Party weitergehen kann oder ob vielleicht dann doch irgendwann ein bisschen Kater eintreten könnte. Hier sehen wir oben, meine Damen und Herren, in den Schacht des Dollar-Index, hier von Michael Silver, Figuring Out the Money, by the way. Wir sehen, dass der Dollar-Index nach oben ausgebrochen ist, King Dollar, das bringt auf jeden Fall eine neue Dimension ins Spiel. Wir hatten heute Nacht Euro-Dollar unter der Marke von 1,13 und wir sehen, dass Bitcoin und Gold etwa wieder einigermaßen aufgeschlossen haben zueinander. Vorher war Bitcoin sehr gut gelaufen. Gold ist gestern zwar auch gefallen, aber eben nicht so deutlich wie Bitcoin. Wir sehen hier wieder eine positive Korrelation. Also das sind so diese Intermarkt-Dinge, die sich da abspielen. Und wir gucken uns mal das Entscheidende jetzt aus meiner Sicht an. Das ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Die ist an einem Abwärtstrendkanal. Geht es darüber, dann könnte es fix gehen. Wir sind aktuell bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe bei 1,64 bei der Rendite. Und wir sehen, dass normalerweise hier eine negative Korrelation zwischen dieser 10-jährigen Rendite, also den Zinsen für eine 10-jährige US-Staatsanleihe und dem Nasdaq besteht. Manchmal ist diese Korrelation ausgesetzt für eine Zeit und derzeit haben wir manchmal. In der Regel ist es aber so, dass dann der Nasdaq negativ reagiert, respektive die Tech-Aktien negativ reagieren. Aber das ist nicht der Fall gewesen, wenn wir uns gestern mal die Dinge anschauen. Bester Sektor Consumer Discretionary, dann Technology mit 1,05%, der Nasdaq auch mit 0,76%, deutlich besser als die anderen Indizes, Dow Jones, S&P und Russell 2000. Also Tech-Aktien waren vor allem gesucht und beispielhaft für das, was da abläuft, ist der Rivian, dieser Elektrofahrzeughersteller, vorwiegend so etwas größere Fahrzeuge, Vans, wie auch immer, null Revenue. Man hat, glaube ich, keine 100 Autos verkauft bisher, macht einen Verlust von 1,6 Milliarden Dollar pro Jahr, hat aber jetzt einen höheren Marktwert, eine höhere Marktkapitalisierung als Starbucks. Die machen pro Jahr 29 Milliarden Revenue, also Umsatz, und dabei 4,2 Milliarden Gewinn. Und Target, diese Einzelhandelskette, die machen 100 Milliarden Umsatz und 6,3 Milliarden Gewinn. Wie gesagt, Rivian auch wertvoller als Volkswagen. Das wird immer krasser. Einer, der das vorgelebt hat, wie das geht, das ist Elon Musk. Gestern maßgeblich mit Tesla beigetragen dazu, dass auch der Tech-Sektor eben hat outperformen können. Der hat dann aus seinem Bestand Aktien verkauft, nicht wegen seiner Optionen, die er zieht. Das ist interessant. Er versucht also ein bisschen sein Risiko zu minimieren, weil er ja nur in Aktien bezahlt wird oder sozusagen seine einzige Einnahmequelle die Aktien sind. Und da hat er jetzt mehr und mehr abgeladen. Gestern aber die Gegenreaktion, kann die weitergehen heute, das werden wir sehen. Jedenfalls war Tesla einer der Werte, die marktschwer sind und die dann den Nasdaq weiter mit nach oben gezogen haben. Wir sehen hier NAAD, Nasdaq Advanced Decline Issues, also wie viele Aktien steigen in Relation zu denen, die fallen, und wir sehen, dass die Quote steigender Aktien zurückgeht, dass das also nach unten weist, während der Nasdaq weiter nach oben steigt. Das nennt man eine negative Divergenz, und eine positive Divergenz haben wir beim WIX, also der Vola. Hier sehen wir oben im RSI, dass hier eben eine positive Divergenz vorliegt. RSI ist relativer Stärkeindex und wir sind jetzt in so einer fallenden Wedge, wie man das sagt. Wenn wir da ausbrechen, dann sieht es gut aus für den WIX. Wie gesagt, alles, was uns die Preise sagen, ist bullisch, gar keine Frage. Neue Allzeithochs am permanent laufenden Band, aber die Marktbreite zieht nicht mit. Es gibt eben einige Dinge, die irgendwie nicht zueinander passen. Dazu eben auch die Dollarstärke und die Renditen. Das ist das Erstaunliche. Kommen wir jetzt mal nach den Märkten zur Situation zur Fed. Hier hat Präsident Biden jetzt gesagt,
In 4 Tagen, in about the 4 days, wird er mitteilen, wer neuer oder alter Chef der FED bleiben wird. Senator Manchin trifft sich jetzt mit FED-Chair Powell. Interessanterweise, das scheint der eigentliche Machthaber zu sein, wenn man will. Das ist ja das Zünglein an der Waage dieser Manchin, weil er mit einem Nein praktisch alles lahmlegen kann, wenn er nicht mitstimmt. Heute haben wir jede Menge FED-Speaker am Start. Mr. Daly, Williams, wie sie alle heißen, ich brauche Bostic, brauche die gar nicht aufzählen. Jedenfalls sehen wir, dass die Wetten in Sachen, wer wird jetzt dann ab Februar FED-Chef oder FED-Chefin sein, ein bisschen sich verändert haben. Jetzt Lyle Brainard, 40 Cent und Jerome Powell nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Cent, also 60% könnte man das übersetzen. Also die Dinge werden ein bisschen knapper. Mein Argument ist für Brainard vor allem ein politisches, weil es beiden ins Konzept passen würde. Eine Frau, eine US-Demokratin in einer FED, die sonst von Republikanern praktisch trieft, und jemand, der eine strengere Bankenaufsicht befürwortet, was wiederum den Linken bei den Demokraten, den Progressives, entgegenkommen würde, die das schon länger fordern. Also da hat er eigentlich nur zu gewinnen, zumal der Jerome Powell sagt, ja, also wir werden da nicht wirklich reagieren auf die Inflation, und das ist ja genau das Ding, was den Leuten auf den Nägeln brennt. Wir haben gestern ja unter anderem die Export- und Importpreise bekommen, 18% zum Vorjahresmonat und 10,7% zum Vorjahresmonat. Wir haben aktuell Erzeugerpreise von 8,6%, wir haben CPI 6,2%, also Verbraucher. Preise 6,2%, und gestern hatten wir ja auch die Einzelhandelsumsätze, die mit 1,7% besser ausgefallen waren als erwartet. Würde man allerdings die Inflation abziehen, dann wäre es dann nur noch ein Plus von 1,0%. Also es lag auch daran, nicht nur, aber auch daran, dass die Sachen immer teurer werden. Aber die Amerikaner wollen Spaß haben, sie konsumieren weiter, obwohl sie immer skeptischer werden in Sachen Inflation. Und sie werden skeptischer in Sachen Inflation, weil sie wissen, wenn die Zinsen steigen, dann wird das schwer. Hier habe ich nochmal die Verschuldung der Amerikaner, die im Jahr 2000 bei 4 Billionen lag, also der amerikanischen Haushalte, jetzt über 15 Billionen, also praktisch eine Vervierfachung innerhalb von 20 Jahren, kann man sagen. Das ist nicht schlecht. Ludwig von Mises hatte ich gestern schon zitiert, der sagt, ja, die Regierungen stehen auf dieses süße Gift, weil es hilft den Konsumenten, glücklich zu sein und dann eben diejenigen zu wählen, die diese Party ermöglichen. Free Lunch für alle, das hat der Ben Bernanke schon gesagt. Höhere Aktienkurse werden den Konsum anheizen. Genau das haben wir gesehen. Die Amerikaner konsumieren, weil sie wissen, hey, meine Aktien laufen super. Das ist doch alles gut. Auf dem Papier sieht alles super aus. So hat das Ben Bernanke im Jahr 2010 klar auf den Punkt gebracht. Ein anderer, der jetzt nicht unbedingt als Crash-Prophet gilt, sieht das ähnlich wie ich, nämlich Bill Gross, ehemaliger BIMCO-Chef, der jetzt gesagt hat, das, was da passiert, ist gefährlich. Die Investoren wären eingelullt in einem Traumland, das durch die Zentralbanken geschaffen wurde. Ja, es eines Tages, sagt er, in diesen Jahren, eines Tages wird es so kommen, dass das System kollabieren wird, weil Kapitalismus davon abhängt, dass Sparer sparen und investieren, und derzeit spart man weniger. Jedenfalls scheint diese Spirale immer weiter zu gehen, immer höhere Verschuldung, Assetpreise steigen immer mehr, dadurch ist die Verschuldung nicht so problematisch, die Notenbanken, die weiterhin die Geldmenge auskaufen, Anleihen, alle sind glücklich, was soll schon passieren, diesmal ist alles anders, ganz sicher, und das haben wir schon immer wieder gehört. Damit es weitergehen kann mit der Party, hat Janet Yellen jetzt gesagt, also bis 15. Dezember reicht die Kohle, dann müssen wir die Schuldenobergrenze wieder anheben. Das wird dann noch eine lustige Fight, den wir da vor uns haben. Und jetzt hat eine Untersuchung herausgefunden, dass das Paket von Biden, nämlich auch die Tax Plans, also die Steuerpläne, nicht reichen werden, um dieses Build Back Better Programm zu finanzieren. Ja, so eine Überraschung. Der Donald Trump, der hat die Steuern gesenkt, und überraschendsterweise ist es so passiert, dass sich das nicht rentiert hat, also dass diese Steuersenkungen nicht dazu geführt haben, dass die Leute dann mehr investieren, konsumieren, keine Ahnung, aber zumindest ist das nie so passiert, dass dann die Verschuldung egalisiert wurde, die dafür aufgenommen wurde. Es ist immer das Gleiche, also wer hat das gesagt, man macht immer dasselbe und erwartet andere Ergebnisse. Das ist ein bisschen schwierig. Jetzt übrigens interessanterweise
Die USA, also der Staat USA, der haftet jetzt für die Kredite, die Fannie Mae und Freddie Mac ausgeben, diese halbstaatlichen Hypothekenfinanzierer, jetzt bis zu 1 Million ist die Haftung. Das erste Mal, dass die Millionengrenze hier jetzt erreicht wurde. Fragt man die Amerikaner, wie siehst du Wirtschaft, wie siehst du die Preise derzeit, sagen 56% der Erwachsenen, sie haben Schwierigkeiten, sich das Benzin zu leisten, 48% sagen, ich kann kaum meine Miete zahlen oder meine Mortgages, und 45% sagen, wir haben Probleme, Essen auf der Tische zu stellen. Wir sehen, dass die Einschätzung der Wirtschaft etwas schlechter jetzt wird. Also, dass hier die Annahmen ein bisschen auseinanderdriften. Jetzt kommen wir nochmal, das war gestern das Thema meines Marktflüsters, Energiekrise, Energiepreise. Ich hatte gestern das Schreiben meines Gasanbieters hier vorgelesen, der mir mal fast um mehr als die Preise um den Faktor 2,4 mal eben erhöht hat. Hier hat Daniel Stelter, glaube ich, entsprechendes gesagt im November mal, wir müssen uns ehrlich machen bezüglich der Folgen unserer Klimapolitik. Im besten Fall steigen nur die Preise, im schlechteren Fall fällt der Strom aus. Das haben wir vielleicht im Winter vor uns. Jetzt hat hier jemand aus Texas, ein Energieunternehmer, gesagt, der Übergang zu sauberer Energie wird schwieriger als ursprünglich gedacht. Das bedeutet, dass Fuels like Natural Gas, also dass herkömmliche Energieträger, länger gebraucht werden als erwartet, eben auch weil der Demand so groß ist, weil die Nachfrage so groß ist. Das ist ein Punkt, der uns klar sein muss. Man muss wenigstens den Leuten sagen, ja, ihr müsst dafür zahlen, ihr wollt einigermaßen saubere Energie, das will ich auch. Okay, dann müssen wir aber dafür bezahlen und nicht letztendlich so tun, als würde das alles umsonst gehen. Jetzt werden wir wahrscheinlich dann Behörden schaffen, die uns das dann irgendwie wieder teilweise zurückzahlen, was man uns vorher aus der Tasche zieht. Also das ist natürlich letztendlich ein Programm für Stagnation, wirtschaftliche Stagnation. Abschließend noch ein paar Meldungen aus China. Hier Erleichterung, man wird Developer Funding ein bisschen ermöglichen bei Immobilienentwicklern. Da sollen bestimmte Bedingungen für das Funding, für die Kreditaufnahme erleichtert werden. Deswegen eine kleine Rallye. Wir sehen, dass Evergrandes Online-Sales-Plattform teilweise geschlossen wurde oder einige Bereiche davon, also dass man praktisch aus dem Markt langsam austritt. Wir sehen, dass die USA gesagt haben, China könnt ihr nicht mal eure Ölreserven freigeben, um den Ölpreis unter Druck zu bringen, der jetzt auch nur noch bei 80 ist. China versucht jetzt zu die Bereiche Cloud, Semiconductors und andere, dass man da nicht mehr abhängig ist von Produkten aus den USA, sondern das selber herstellt. Wir sehen, dass Biden gesagt hat, es wird sich an der Politik gegenüber Taiwan seitens der USA nichts ändern. Da ist man ja vertraglich verpflichtet, hier einzuschreiten, falls die angegriffen werden. Die Chinesen halten sich offenkundig nicht an den Phase 1 Deal, den damals der selige Donald geschlossen hat, und Medien berichten in USA, dass weder Biden noch irgendein anderer Offizieller dann zu den Winter Olympischen Spielen reisen wird nach Peking. Jetzt abschließend, meine Damen und Herren, noch der Hinweis. Am Freitag ist diese Investorenkonferenz, wo unter anderem Dirk Müller, der von mir sehr geschätzte Christian Rieke dabei sein wird, Marc Friedrich, Rüdiger Born, viele andere und auch ich zum Beispiel, neben Blocktrainer. Und da werde ich einfach mal zeigen, wie ich arbeite. Das ist so eine Art Making-of dieser Videos, wenn Sie so wollen. Hier werde ich das vorstellen, was ich an Informationsquellen nutze, und das können Sie dann alles nachverfolgen, indem Sie wirklich diese ganzen Kanäle, die ich hier empfehle, sich nochmal anschauen können, ganz in Ruhe anschauen können. Das ist eine Auswahl, die ich treffe. Ich habe schon noch ein bisschen mehr als das, was ich da in dieser relativ begrenzten Zeit zur Darstellung bringe. Dauert um und bei 45 Minuten. Avisiert ist das Ganze für Mittwoch dann, für Freitag 17 Uhr, da bin ich zumindest an der Reihe. Also wie gesagt, da werden Sie sehen, wie ich arbeite. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, wenn er sich sozusagen seine Informationsquellen selber zusammenstellen will. Wenn man das sehen will, muss man sich anmelden, dann bekommt man einen Link zugeschickt. Man kann, wenn man am Freitag keine Zeit hat, sich das dann auch am Samstag, am Sonntag,
am kommenden Montag anschauen, also wann man will, wenn man eben diese Anmeldung gemacht hat. Diese Anmeldung wird nur noch bis Freitagmorgen möglich sein, also heute und morgen, wenn man so will. Und ich packe diese Anmeldung unter das Video, kann es nur dringend empfehlen, nicht nur wegen eben meiner Visage, die Sie da zu sehen kriegen. Ja, wenn Sie ein bisschen masochistisch veranlagt sind, dann kann ich Ihnen das empfehlen, aber nein, da sind viele andere Interessante dabei. Also anmelden, es kostet nichts, es tut nicht weh und Sie haben die Chance, bei einer wirklich interessanten Geschichte dabei zu sein, unter dem Video, wie gesagt, verlinkt. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Mittwoch und sage Servus und Ciao.